Und es geht gegen Fulvioc 89, 1643 sein MMR. Ich werde jetzt hier konstant nach unten gelost, weil ich halt auch immer verliere. Was heißt immer? Aber oft genug gegen diese Range. Und ja, hier ist für mich relativ klar, dann nehme ich den Giant Specialist mit Crawlern und Phönixen. Das mag ich einfach sehr und ich denke, das ist eine sehr starke, aggressive Kombination. Und bin hier gegen Phönixe und Fangs und das spiele ich eigentlich auch sehr gern. Mit den Crawlern hier gegen die Fangs. So, muss ich mal gucken. Ich glaube, ich möchte hier auf einer Seite angreifen. Nehme ich dann da sowas wie Arklets überhaupt noch hinzu oder baue ich einfach noch mehr Crawler? Kann man fast alles machen. Könnt ihr auf jeder Seite auch angreifen oder die Phönix halt alle auf einer Seite haben? Ich glaube, ich probiere es mal auf jeder Seite ein bisschen, oder? Dann hole ich einfach zweimal Crawler. Und dann machen wir hier, versuche ich hier mal von ganz außen zu kommen. Und hier auch ganz außen. Und dann werden wir uns hier richtig auf der Breite mal verteilen. Mal sehen, wie das klappt. Halt gegen Fangs würde ich das ruhig mal so spielen. Jetzt will man natürlich auf keinen Fall irgendwie feindliche Badger sehen. Ja, das wäre die absolute Katastrophe. Guck mal. Okay, also auf der Seite werde ich hier abgefangen werden. Er hat beide Arklets hier. Kommt jetzt so ein bisschen drauf an. Der schießt mal auf den, das ist schon mal gut. Und wie schnell ich hier einen Debuff ihm verpassen kann. Relativ langsam. Da fallen schon beide Phönixe. Ja. Der schießt hier nur auf die einzelnen Fangs. Also das ist nicht so toll. Ich meine, hier kann ich aber mit Artillerie reinfeuern. Das wäre also in Ordnung. Jetzt kriegt er mein Tower. Wenn ich Glück habe, überleben hier noch ein paar Crawler, die das hier alles wegmähen. Und ja, jetzt könnte man natürlich hier sehr schnell Replicate spielen, aber das Problem ist, wenn dann halt Badger kommen. Ja, da will ich noch nicht so viel Text ausgeben. So. Standard Range Vulcan ist natürlich hier auch schwierig für mich. Ein Rhino könnte man auch reinspielen. Aber ich skippe, weil ich halt hier gern die Artillerie hätte. Das Rhino macht mir natürlich alles kaputt, muss man sagen. So, wo stelle ich die jetzt hier hin? Bisschen weiter hinten hin, dass man eine Salve reingeht. Hier könnte ich auch noch eine Artillerie einfach dahinter packen. Falls er hier den Tower eher verteidigen will. Ich könnte es aber auch so machen. Dann würde die eventuell hier auch noch mit fighten können. Ich denke, das ist so okay, ja. Hier muss dann noch der Giant hin. Das heißt, es muss dann so hin. Okay, probieren wir es mal auf. Ich glaube, er wird mir hier... Ja, genau, deswegen ist die Artillerie gut. Ich glaube, er wird mir hier irgendwo einen Rhino reinstellen. Sollte er. Oh, Level 3! Okay. Habe ich von dem Debuff natürlich nicht sonderlich viel, beziehungsweise braucht er ewig. Soll ich wahrscheinlich trotzdem Replicate drücken, weil ich mich hier halt so ewig repliziere, ja. Da müsste ich ja fast einen Steelball noch mit hinstellen, dass sich das mal hier irgendwie lohnt. Und rein damit mit den Raketen. Mal sehen, wie das Timing jetzt hier ausfällt. Die müssen halt eigentlich sterben, ja. Jetzt hat er wieder hier meine Phönixe weg. Stibitzt. Ich meine, er hat viel investiert, aber meine Truppen hier sind halt auch relativ verloren. Speed. Senior nehme ich auf jeden Fall. Wie mache ich es hier? Also eigentlich möchte ich hier Fortress spielen. Ich hätte schon mal die Melter freischalten müssen, um ihn da zu blockieren, ne?
heißt, ich spiele hier ein Fortress. Spiele ich einfach hier so hin, oder? Dann kann ich immer noch was davor stellen. Machen wir es mal so. Jetzt kann ich halt direkt Replicate ausgeben. Nee, Replicate kann ich nicht ausgeben. Gut, dann, aber dann level ich die hier. Dann sind die auch schneller bei dem Tower. Und dann brauchen wir noch eine zweite Welle an Schaff, beziehungsweise Flankenschutz. Hier könnte man das natürlich auch nochmal machen. Guck mal. Levelt seine Phönixe. Mustangs sind hier übrigens auch gut. Ich könnte halt eventuell diese Artillerie hier verkaufen. Weil hier, das müsste ich halt schneller dezimieren. So, jetzt schnell der Debuff. Die Level 2 Crawler sind dann natürlich flotter. Er tankt auch ordentlich. Und die müssen weg. Und zum Schluss habe ich aber halt nur das hier als Anti-Air. Also das ist immer noch ein Problem halt, ja. Und ich weiß noch nicht, ob ich da Anti-Air drücken will. Ah, obwohl, hier habe ich noch welche. Auf meinen Fortress, ja. Normalerweise will man lieber Schild drücken. Gut. Gut, gut. Wespen. Selbst Wraith ist ja nicht schlecht, aber es sind feindlich. Ah, die sind. Scorpions. Man, die Wespen sind echt gar nicht so schlecht. Die wird er gegen mich halt nicht nehmen. Er könnte aber Wraith auf jeden Fall nehmen. Ich könnte selber Wraith nehmen. Schwierig zu sagen. Könnte ich halt mit einem Beam benutzen. Ich glaube, die nehme ich. Stelle ich das hier noch mit hin? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich stelle das hier mit hin. Na, drück mal da, denke ich, direkt den Beam. Okay, wie machen wir das jetzt hier weiter? Halt noch ein Fortress. Ein bisschen dahinter. Trotzdem Replicate, denke ich. Ein bisschen von außen, dass wir den Beam auch so ein bisschen verteilen, ne? Ich kann noch eins nach vorne. Okay. Ich hätte Melter freischalten müssen, aber jetzt war ich halt zu langsam. Okay, er macht es hier viel mit Raketen und stellt die mir hier hinten rein. Okay, dann nehme ich eh Mustangs von hinten. Hier kriegen wir viele Crawler. Aber ich glaube, am Ende komme ich dann gegen die ganzen R-Einheiten nicht klar. Er ist schon an meinem Tower. Ah, leider etwas zu spät. Schade, schade. Komm schon, jetzt Debuff, aber halt auch nur kurz, er hat den ja geabt. Er ist hier dran, hier könnte ich aber auch nochmal einen Debuff bekommen. Der eine Phönix hier. Der ewig beschäftigt, der kann noch ein paar rausnehmen. Bei Fortress will ich da hinten natürlich nicht mit irgendwie mit Anti-Air hinstellen. Hatte er Springen drauf? Ich glaube schon. Smoke und Junior. Junior könnte ich natürlich auch nehmen. Smoke ist aber, glaube ich, generell gut.
Ich nehme die mal hier hin. Er wird es wahrscheinlich schilden. So. Das heißt, wir machen die einmal hier hin. Wir stellen hier auch noch einmal Crawler hin. Ja, das ist ganz klar. Und dann nehmen wir einfach... Na. Mustangs. Und stellen die hier so auf. Dass wir uns hier keine großen Gedanken machen müssen. Ja, dann sollen die ja auch mit nach vorne fahren. Okay, ist halt die Frage, ob man die hier verkauft, ja. Die eine Artillerie. Ich glaube ja, Geld ist woanders besser aufgehoben. Und hier brauche ich einfach ein bisschen mehr Wumms. Also ich glaube, die bringe ich jetzt tatsächlich auf ein höheres Level. So. Muss ich hier schilden? Eigentlich will ich hier Schilde drücken, ja. Wegen Feuer. Ich denke, dass das so ganz gut ist. Und jetzt ist ja auch schon mein ganzes Geld weg. Gucken wir mal, wie sich das hier aushört. Gerne hätte ich hier noch Reichweite gegeben. Schauen wir mal. Hoffentlich reicht das hier aus an der Stelle. Sollte. Der Upgrades hier schon vergeben. Ah, Attack und Defense habe ich nicht vergeben. Also die Crawler sind wesentlich besser hier als meine. Andererseits helfen die hier mit. Der hilft das mit, der eine. Hm, könnte doof werden. Oh, jetzt hat er hier ein Vierer-Upgrade. Ja, da beißen sich ewig die Zähne aus. Guck mal. Okay, aber er bindet mich hier hinten. Mhm. Und jetzt kommt gleich die Horde. Und die verstecken sich hier. Die kann ich dann eigentlich mal ab, ne? Okay. Das hat funktioniert. Smoke liegt der nächste Runde auch noch. Das ist ja das Gute. Okay. Jetzt kommen halt die Melter. Das war halt der Fehler, ja. Das war mein Fehler. Dass ich die nicht freigeschalten habe. Muss ich jetzt halt mit Reichweite hier eigentlich spielen. Dann brauche ich hier noch Schaft davor. Die Appen. Wie gesagt, die wollte ich eigentlich auch appen. Möchte ich eigentlich appen wegen Schilden, auch gegen Melter. Verkaufe ich die Artillerie? Nein, hier geht ja noch eine ganze Salve rein, ja. Replizieren sich halt, sind dann noch schneller. Ich denke, ich gebe denen mir das noch. Das Upgrade. Hm. Jetzt kommt es halt drauf an, ja, ob die feindlichen Melter. Es war ein massiver Fehler, dass ich die nicht freigeschalten habe. Dass er die hier als Drop bekommt, ist sowas von schlimm für mich. So, jetzt will er meine Melter natürlich auch noch ablenken. Das sollten jetzt natürlich die Mustangs hier mit nach vorne kommen, aber ich brauche hier vorne noch Mustangs. Okay, die UFOs machen das auch. Schauen wir mal. Idealerweise brauche ich auch noch Reichweite jetzt auf den Fortress. Beziehungsweise Fang-Produktion ist auch noch gut. Gut, hier spielt er jetzt einen hin. Ja, der ist auf dem Melter drauf. Das ist gut. Was er ganz gut macht, ist, dass er hier die Phönixe levelt und nicht mehr baut. Ja, also dadurch werde ich halt hier Anti-Air nie drücken. Hier klappt es trotzdem. Fünf. So, Haste Mule, Heavy Armor, Mobile Beacon. Ich
glaube, man versucht hier, ist die Frage, was man. Ich glaube, man macht trotzdem so einen hier dicker, oder? Bin mir etwas unsicher. Das heißt, wenn da erstmal was drauf ist, dann war's das. Das heißt, wahrscheinlich würde ich den hier dicker machen. Crawler-Produktion. Es muss halt später noch, müssen noch mehr Crawler kommen. Seine Reichweite ausschalten wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, ich muss hier noch mehr Melter spielen, anstatt Fortress. Ich glaube, sein Zeug räume ich hier schon ganz gut weg. Der hier noch mit reinläuft. Hier könnte man auch einen hinstellen. Ganz vorn. Aber dann habe ich davon auch nicht so viel. Aber vielleicht von hier noch so, dass der dann auch noch mit da reinläuft halt so ein bisschen, ja. Eine Möglichkeit. So, den werden wir dann upen, wenn wir dem hier schon ein Upgrade gegeben haben. Dann werde ich, denke ich, Geschwindigkeit nehmen, Reichweite. Was wir auch machen können, ist, dass wir hier schneller durchkommen. Also ich hoffe mal, dass er hier kein Schild stellt. Dann sind wir hier sofort durch und dann können die hier vielleicht direkt drauf, ne? Springende Wespen habe ich jetzt halt hier keine Sorge, weil ich halt die hier am Rand habe, ja. Okay, jetzt hat er EMP-Raketen. Mal gucken, wie gut die sind. Er hat mich hier schon gut ausgeschalten. Bin ich hier direkt drauf, aber wie gesagt, es gibt hier keinen langen Debuff. Das ist das Problem. Und die Wespen sind ja scheinbar doch noch ein Problem. Oh. Habe ich jetzt hier genügend Schaff? Glaube nicht. Muss selbst noch EMP machen. Hm. Na, er hätte auf den Melter gehen müssen. Ich könnte noch Sack drücken. Na, ich schaff's aber hier. Puh, es sah erst nicht so aus, ne? Aber die Vulcans nützen dann halt nicht mehr viel. Well played. Auch well played. War eine knappe Kiste. Auch wenn ich hier noch 3000 Leben hatte. Aber das ist immer so Melter gegen Melter. Was trifft was und so weiter. Das wirkt manchmal relativ random. Hat dabei viel damit zu tun, logischerweise, wie man Schaff stellt. Was ich hier natürlich nicht hatte, wie man sieht, ist irgendwie noch eine Schaffwelle von hinten, ja. Gut wäre halt hier auch nochmal Schaffproduktion gewesen, die dann nochmal rauskommt. Was aber wieder nicht funktioniert, wenn man halt ausgeschaltet wird. Von daher, sehr schwierig. Jetzt kriege ich ja leider halt wieder nicht so viele Punkte, aber was will ich machen? 14 und jetzt hier wieder bei 1777. Mensch, die Zahl hatten wir doch erst vor kurzem. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.